Es gibt keine spezifischen Maßnahmen, um einer Lungenentzündung vorzubeugen, bis auf eine Impfung, also eine Impfung gegen Pneumokokken, die ja die häufigsten Auslöser der erworbenen Lungenentzündung im ambulanten Bereich sind. Ansonsten gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen, sprich Hände waschen, Vermeidung von Kontakt. Aber es gibt keine spezifischen Medikamente, um dem vorzubeugen. Bei einer schweren Lungenentzündung oder bei dem Verdacht auf eine schwere Lungenentzündung empfehle ich dringend, einen Arzt aufzusuchen, um dann eine entsprechende Therapie einzuleiten. Die Diagnose einer Lungenentzündung wird gestellt durch die klinische Symptomatik, die körperliche Untersuchung und den Nachweis eines Infiltrates, also sprich einer Entzündung im Röntgenbild der Lunge. Bei schweren oder komplizierten Verläufen kann man auch noch eine Computertomographie, also ein Schichtröntgen der Lunge machen, um da genauere Informationen zu erhalten. Eine Lungenentzündung ist gefährlich, weil sie ein lebenswichtiges Organ betrifft. Man muss sich auch vorstellen, dass das gesamte Blut ja durch die Lunge gepumpt wird und dadurch auch Entzündungsmediatoren, also Entzündungsstoffe, von der Lunge in den gesamten Körper transportiert werden. Die Behandlung einer Lungenentzündung erfolgt zum einen antibiotisch, man gibt also Antibiotika, um Bakterien zu töten, und zum anderen symptomatisch, dazu gehört die ausreichende Flüssigkeitszufuhr und natürlich auch die körperliche Schonung. Die Länge einer Lungenentzündung hängt ab zum einen von dem Erreger und zum anderen von dem Ausmaß der Lungenentzündung. Das kann ein paar Tage sein, es kann auch bis zu Wochen gehen. Letztendlich kann man keinen wirklich allgemein gültigen Ratschlag zur körperlichen Schonung geben. Ich persönlich empfehle, mindestens eine Woche nach Ausheilung der Lungenentzündung sich noch zu schonen. Das heißt, körperliche massive Anstrengungen zu vermeiden, leichte Spaziergänge, körperliche Bewegung ist aber sicherlich gut.